Beim letzten Mal waren wir hier in der Maulwurfmine stehen geblieben. Nur die Bombabs besiegen. Ein starker Cluster. Ey. Ja. Ja, lass er den mal schnell besiegen. Der macht bestimmt viel Schaden. Bam. Was? Da bin ich jetzt echt geschockt. Das ist echt so wenig Schaden gemacht. Boah. Machen die Bob-Obs echt auch so wenig Schaden? Mario! Junge, Alter, Two-Hit. Nicht Two-Hit, Mario kriegt übelste Schaden. Wann war nochmal das Timing für. Aua. Hat ihn fast besiegt und der geht jetzt erst down. Kann's einfach nicht mehr. Runtermacher. Ja, schön. Oh, wir haben uns geheilt. Nice. Okay. Das ist schon. Ja. Schönes. Schöne Truhe. Haben wir die jetzt so bekommen? Also das war jetzt kein Item, oder? Nee. Aber ich habe jetzt trotzdem eins mehr. Finde ich nett. Wer bist du denn, Alter? Hä? Müssen sie alle Bob-Obs besiegen? Ich müsste von hinten angreifen. Hahaha, Poponetto, mein Name. Ich bin der beste Bombenbauer. Poponetto nie gehört. Alle sagen, ich sei ein Choleriker. Blödes Pack. Wenn ich mit euch fertig bin, kennt jeder meinen Namen. Gleich ist es außer euch. Keine Bomben werden hier gebaut. Sie haben Gedanken gelesen. 1000 hat er noch. So chic, alle hier sehen so chic aus. Okay. Interessant. Willibob. Oh, die muss ich auch forschen. Pio. Haben die nur. Ich bin vielleicht kleiner, aber ich bin klasse. Boah, kann sie abwehren. Okay. Lässt du es jetzt mal? Bitte? Ist eine Chino Boost. Ich will den mal austesten an Mario. Oh, ich habe sogar geschafft, die des Hamming zu treffen. Naja. Gar nicht übel. Ja, aber ich kann auch eine große Nummer größer. Bob-Obs, haben wir die schon? War das normale? Achtung, ich werde explodieren, das wird wehtun. Ja, hat man schon. Bestimmt noch riesige. Aber ich habe zu viel früh A gedrückt. Also ich mag ja den Gino-Strahl sehr. Komm, mach mal. Fireball. Ausbammen! Ja, danke. Das war viel zu früh.
Ah! Ihr reicht Jumbo-Kaliber! Ja? Du Scheiße. Eine Lunte brennt ab und das ist nicht genug Sicherheitsabstand. Gino? Beeil dich mal. Hallo? Deutsche Seite darf ich den einfach nicht anvisieren. Ja, und jetzt? Ah! Ein Skandal ist das, ich bin am Ende. Ich hätte es euch ja gerne erspart, aber ihr lasst mir keine Wahl. Ihr blafft doch, Freunde. Klappe, Wattebausch. Meine Superwaffe hebe ich mir für was Stärkeres als euch. Seid lieber froh, ihr würdet Sterne sehen. Gahahaha. Ha, Sterne sind unsere Spezialität. Bastard, das lasse ich mir nicht gefallen. Ihr habt es so gewollt. Hallo, wo steckt das Ding? Ah. Oh. Mario. Wenn die in die Luft geht, fliegen wir um die halbe Welt. Ich müsste Geschick. Los, wir hauen ab. Ah. Sie detoniert gleich. Oh nein. Ach du Scheiße. Was zur Quappe ist jetzt denn passiert? Puh, der Kampf ist jedenfalls gewonnen. Wir sind dem Ziel einen Schritt näher. Frag sich nur, wo die Maumwurfskinder und unser Stern sein mögen. Bester Stern. Manche Antwort lässt sich nicht lange auf sich warten. Los Mario, schnell. Als ob wir den jetzt so leicht geschenkt bekommen. What the fuck? War das echt ein Bosskampf? Anscheinend schon. Das ist der dritte. Ich hätte echt gedacht, es dauert noch ein bisschen. Aber das geht ja hier ratzfatz. Jetzt haben wir schon 3 von 7. Naja. Okay. Der gelbe. Oder rote. Ich glaube, er ist eher gelb. Weiter, Freunde. Finden wir Piff und Puff, die armen Kinder. Junge, der Typ war immer lost. Nee, der war voll schwach irgendwie. Hat zwar interessante Bonbons immer gemacht, aber egal. Oh, die bewegt sich nicht. Menno, doofes Ding. Hey Onkel, hilf uns mal. Schieb mal den Wagen hier an, ja? Kann ich dein Warnschild lesen? Selbstverständlich. Euro lenken, leicht erklärt. Bremsen A, springen B, schneller fahren, Pilz sammeln und X. Gute Fahrt, Aufsicht, Mauerdorfer Bausicherung. Oh, Maubau. Yippie, wir fahren mit dem Wagen, das wird ein Riesenspaß. Das Piff und Puff. Okay, wir springen A's Bremse, ja? Als ob man das nicht darf, okay. Ach, ich muss selber denken. Ach so. Aber also echt, der wisst, dass da ein Pilz ist. Ich hab doch gelenkt. Da muss ich bremsen oder was? Oder lenkt er automatisch? Wenn ich zu schnell gekommen bin, dann belastend. Doch gebremst, Mann. War halt nicht ganz so gut, aber egal. Hui. Ach du Scheiße. Mario auf Speed oder was?
Bitte. Hä? Muss ich da echt bremsen? Hä? Wenn ich da gar nicht springe? Ich glaube nichts. Ja, ich muss bremsen halt. Ich bremse doch! Was soll ich noch machen? Oh fuck, ich hätte... Oh! Ja, gebremsen. Bremsen gemusst tun. Lassen sollen. Ich... Kann das nicht. Mario, was machst du denn? Oder muss ich doch lenken? Ich dachte, Leute, nee. Ich hasse dieses Minispiel irgendwie. Wii U! Irgendwie anstrengend. Scheiße. Hui! Ah, scheiße, ich bin in meine Pets rumgesprungen, ich trottel. Ach du Scheiße, das war ein Fehler. Oh Gott, Alter. Und jetzt? Wie es unserer Kleinen gerade geht, ach, werden sie doch nur schon zu Hause. Warte, keine Sorgen, Liebes. Schließlich habe ich ja Mario um Hilfe gebeten. Da sind Piff und Puff sicher und du wieder hier. Ja, du hast wohl recht, seltsam, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die zwei jeden Moment bei uns aufschlagen werden. Ja gut, ne? Ganz sicher, wirst schon sehen. Sie werden hier jeden Moment gemütlich gleich vorne durch die Haustür. Ja, die Haustür haben wir jetzt nicht genommen. Sind wieder da. Gute Güte, Kind, dass ihr das mit dem Aufschlag so wörtlich nehmen würdet. Ach, meine armen Schätzchen, geht es euch denn gut? Puff, hast du dich verletzt? Aus geht's gut, Mama. Stimmt's, Puff? War alles voll lustig. Mama, Papa. Der Kleine ist ja noch ganz benommen. Ach, mein Schatz. Nun bist du wieder sicher. Piff, habe ich nicht schon zigmal gesagt, dass du nicht alleine in die Mine gehen sollst? Ach, lass doch gut sein. Freu dich einfach, dass die zwei wieder da sind. Und bei Mario haben wir uns auch noch nicht anständig bedankt. Huch, wie peinlich, Mario. Wir können dir ja gar nicht genug für alles danken. Das Dach, was soll damit sein? Ach, zerbrich dir darüber mal nicht deinen Kopf, Schatzi. Stimmt, Schatzi? Stimmt, die kaputte Stelle habe ich ruckzuck wieder geflickt. Und falls du mal eine handwerkliche Hilfe in deinem heulenden Heim benötigen solltest, lass mich ruhig wissen. Vielen Dank nochmal, dass du unsere Kleinen wieder heil nach Hause gebracht hast. Du hast nicht nur die Kinder Piff und Puff, sondern auch ein Sternstück gefunden. Doch wo steckt bloß die Prinzessin? Ah, die werden wir nie wiederfinden. Die ist für immer verloren. Sofort zurück. Ja, okay, war. Willst du denn nicht in Borstos gute Stube spielen kommen? Genau, nicht abhauen. Wir wollen doch nur spielen. Komm her, Käferchen. Oh, jawohl. Hör auf, die beiden. Wir tun dir schon nichts. Tun wir. Okay. Wag dich, diesen Käfer anzutatschen. Der ist ein Geschenk für Borstor. Und ob er das ist, ja, mit dem Krabbler und keine Fisimatenten. Jawohl, hör auf die beiden, sonst sind wir alle traurig, sind wir. Borstor hat Käfer nämlich total lieb, aber momentan hat er viel zu viel zu tun, um selber welche zu fangen. Genau, weil ja diese Prinzessin vom Himmel gesegelt ist und so, und du musst ja, die muss er ja unterhalten. Jawohl, hör auf die beiden, jedenfalls sind wir gerade für Borstor auf Käferjagd, sind wir. Also her damit. Wir wollen ihn haben. Wollen wir. Oh nein, er entfleucht. Wir müssen ihn fangen. Müssen wir? Okay, jetzt wissen wir, wo die Prinzessin ist. Das ist, ja. Willst du im Funkelstern? Ja. Da bringe ich mir eine schöne Feuerwerksrakete. Gegen die tausche ich meinen Stein, nämlich. Mein Mädel, Alter. Okay.
Naja, hier ist ja nichts mehr. Das Dach, ey. Find's geil. So, wo geht's nochmal aus hier? Also. Borstos Bergpass. Und oben, da ist dann die Prinzessin oder was? Okay. Ein Geheimschatzlein. Da glitzert etwas. Froschgroschen gefunden. Aber nicht der Geheimschatz. Achso. Kommt der vom Nakito? Donnister und Artischock? Wow, halten die viel aus. Ja, wir werden noch ein paar treffen. Willst du mich verarschen? Ja, ist schon voll egal. Entspann dich mal, ist ein wenig Gemüse. Wie siehst du denn aus, Alter? Furchtbombe. Schatzela. Akito, möchte kämpfen. Irgendwie kann man die doch bestimmt herausfordern. Hey. Ja. Die Leute hat er denn hier schon hingebracht. Boah, es ist unfair irgendwie. Wir müssen. Oh. Ja gut, ne? 46, nice. Akito! Wollen wir den irgendwie rausfordern eigentlich? Wer ist der? Unerreichbar. Unerreichbar Sire. Jetzt habe ich ihn berührt. Unerreichbar Sire. Oh, ein starker Artischock. Jetzt müssen wir die Dornistas bespannen. Oho, der Typ hat sowas von Angst vor mir. Ey, Sonic! Ey, kann man das nicht abwehren? Ich verkacke irgendwie jetzt gerade immer das Timing. Nee, Sonic, das wird so nicht. Ich schaffe einfach nicht die Quad Attack. Das Timing kann ich einfach nicht mehr. Bei Mello klappt's, aber Mello brauche ich ja nicht. Wann soll ich denn das abwehren? Okay. Bei Mario klappt's anscheinend wieder. Bei Mello nicht mehr auf einmal. Och Leute! Mello! Ja, du guckst schon ganz traurig. Elektrozität? Ah, ey. Na, komm mal. Jetzt kriegst du Sternschock ab. Wollte es nicht überspringen? Weil. Wobei, das ist halt auch langweilig. Was war es nochmal? Feuer, oder? Und ich krieg den Chino-Strahl ab. Gestank. Fuck Gino, wir brauchen einen Gino-Schal. Piu. Ja. Nein, er ist ein Pokémon, Erholung. Warum schläfst du nicht? Aber Pflanzen mögen kein Feuer. Ja, anfällig. Oh, er heilt sich halt immer voll. Mario braucht wieder Feuer! Ich würde schon sagen, es würde nie besiegt werden. Hilda, wie viel Erfahrung. Aber immer noch kein neues Level. Noch ein Geheimschatzlein. Ja, wo? Hier irgendwo. Ja, das ist ja wieder super. Oh.
Entschuldigung, Sir, ich wusste nicht, dass sie ein Gegner sind. Ich dachte, sie werden eine ganz normale Artischocke. Ich kann. Ah, warte mal. X, kann man Pilz fressen. Was soll das für ein Grafikfehler, Alter? Okay. Noch ein Artischocke, ey. Naja. Bei Genos hast du besiegt. Toll. Ich bin aber nur durch die Gegend gesprungen. Kandis-Bonbon. Was macht denn das Kandis-Bonbon? Du hier? Fügt sämtlichen Gegner Schaden zu. Ja. Was machen die denn? Ah, komm wie Sonic. Das kann man keiner erzählen, das ist einfach Sonic. Zwar noch so. Jetzt haben wir 47. Was? War das ein Schalter? Wir haben die Sonics kaputt gemacht. Monsterfieber-Register, Registrar. 3 Froschgroschen pro Eintrag. Das heißt, wenn wir für 3 Froschgroschen, dass die anderen noch holen. Sehr nett. Oh. Ja. Ja, verzeichne ich für Sie nachträglich nicht gelesene Monster-Gedanken in der Monsterfibel. Es kostet 3 Froschgroschen pro Tag. Als besondere Gratisleistung für neue Kunden trage ich die Gedanken vom Monster für Sie ein, denen Sie vor Ihrem Zusammentreffen mit Herrn Meadow begegnet sind. Ihr Monster-Gedanken wurden eingetragen. Haben Sie 3 Froschgroschen? Dafür füge ich mich mit Freunden einen Fibel-Eintrag ein, den zugehörigen Monster-Gedanken zu. Bitte darum. Leibwache. Ja. Only. Ja, ist okay. Amoflitz. Okay, da habe ich das jetzt schon fertig. Also das mit der Leibwache finde ich jetzt richtig geil. Weil ich das sonst nicht hätte mehr machen können. Ja. Gut. Borsters Turm. Bowser! Schöne tolle Festung, die Borstu hier hat. Ach, wie gern wäre ich jetzt in meiner. Oh, das waren noch Zeiten. Peach schrille Schreckenschrei. Mario Day sinnlos zu Hilfe wuselt. Oh, Mario, ausgerechnet jetzt! Oh, cool, bleiben Bowser durchatmen, bloß nichts anmerken lassen. Guten Tag, Erzfeind alles Paletti? Hört sie nicht zum Panzerschädel. Anderer Tonfall, Selbstvertrauen in Brust. Brunst. Kerl, was magst du es, mich zu stören? Wäre Peach nun in meiner Festung und würde auf Rettung warten, sie würde sich die Augen ausheulen. Naja, Bowser, sag das lieber nicht zu laut. Oh, sie heult sich die Augen aus. Hallo? Habe ich da gerade Stimmen von unten gehört? Es wird doch wohl nicht. Du liebe Zeit, Mario, das ist wirklich. Mario, hörst du mich hier oben? Unverkennbar, diese Stimme, das ist Peach. Ich dachte, ihr sei längst die Flucht gelungen. Dabei sitzt sie hier noch immer fest. Boahaha. Tja, dann geht's vorerst mal zurück zu meiner Festung. Aus dem Weg, Kurzer. Bowser, bleib doch hier. Sie ist verschlossen. Ist das los? Geht die Tür nicht etwa nicht auf? Was denn, Bowser? Nice, danke. Wir hätten auch nett fragen können. Tja, auf einmal gar nicht mehr so feste deine Festung wie?
Ah, Sekunde mal. Eigentlich könnte man platt rein in den Turm, oder? Und ihr da hinter mir. Ich weiß, was ihr denkt. So mächtig, so gut aussehen, so einen großen, starken Kerl hätten wir gern als begleitet. Denkt ihr doch richtig. Na gut, ich werde es wohl nicht noch bereuen, aber... Ich lasse euch Zwergvolk hier mit offiziell bei unserer Scherung beitreten. Ihr könnt mir später danke verdanken. Mario und seine Freunde sind nun bei Bowser Schergen beigetreten, bindet Bowser sich zumindest ein. Bowser ist nun ein schlagkräftiger Gefährte, Alter, wie geil. Willst du erfahren, wie du Mitschreiter in deinem Kampfteam auswechselst? Ja. Es ist einfach nur geil. Wundervoll, ab hier ist deine tapfere Gruppe zu viert unterwegs, allerdings zum Kampf weiter nur Blitz zu drei Helden. Aber das ist schnell gelöst, wähle bitte Aufstellung aus. Siehst du diese Dreiergruppe? Das sind die Helden, die in Kämpfen antreten. Wer drüben erscheint, kämpft nicht mit. Das ist deine Reserve sozusagen. Jemanden ins Kampfteam einzuwechseln, ist kinderleicht. Wähle einfach die Gefährten aus, die Plätze tauschen sollen. Als ob es eine andere Trio-Technik gibt. Ach so, Mario kann aber nicht ausgewechselt werden. Er kämpft immer mutig mit. Wenn viele Aktionen in Folge perfekt gelingen, erhältst du einen sogenannten Gruppenbonus. Das steckt dein ganzes Team. Was genau der Bonus bewirkt, hängt davon ab, wer von deinen Gefährten im Kampf teilnimmt und auch nur, solange diese Gefährten im Kampf aktiv sind. Probier einfach verschiedene Kampfteams aus und schau, was so passiert. Ey, yo, da kann ich nichts sagen, aber es tut mir leid, Mello, aber Bowser ist im Team. Auf jeden Fall, Alter. Ich liebe, dass dein Bowser einfach mitmischt. Ich finde das geil. Aber ich würde gerne speichern jetzt. Speichert. In der nächsten Folge machen wir da beim Sniffit weiter, der da irgendwelche Knöpfe hat und Leiterplatten irgendwas. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.